Wir sind hier an den Wohlfühltagen, eine Messe für bewusstes Leben, Gesundheit, Heilung, Sinn und Sein. Wir möchten von den Besuchern und Ausstellern wissen, woher sie ihre Kraft schöpfen, woher sie Energie für ihren Alltag holen. Energie für den Alltag schaffe ich aus ganz vielen, 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 vielen Bereichen. Also einmal ganz wirklich aus mir selber. Ich vertraue total auf das, was ich bin und was meine Impulse sind, die kommen, die aufgenommen werden und wieder abgegeben werden können. Aber selbstverständlich auch aus der Familie, aus meiner Tochter, die mir zeigt, wie leicht das Leben sein kann, wie leicht man sehen kann. Ja. Meine Kraft hole ich bei meiner Familie, bei den Freunden, auch in der Natur, in den Bergen, in den Wäldern. Ja, das ist so, wo ich abschalten kann. Meine Kraft für den Alltag, den schöpfe ich hauptsächlich in meiner Tätigkeit in der Malerei. Dann daneben aber in einer täglichen Meditation, weil ich spüre, das tut mir gut. Ich brauche das, um wieder in die Mitte zu kommen, weil ich sonst im Alltag in ziemlich hektischer Weise unterwegs bin. Für den Alltag hole ich meine Kraft ganz eindeutig, indem ich mich mit meinem Selbst verbinde. Also indem ich meditiere, indem ich Yoga praktiziere, indem ich Ski fahre, indem ich Mantra singe, indem ich tanze. Alle diese Kraftquellen, die mich zurückbringen zu dem, wer ich wirklich bin, was ich wirklich bin und warum ich hier bin. Also einmal von der Natur. Ich bin sehr gerne in der Natur, beim Sport. Von meiner Arbeit, das ist ganz eine wichtige Energiequelle. Dann, was machst du? Familie. Ich mache Gesundheitsmassagen und Energietherapien. Meine Kraft hole ich im Universum, wie du das immer nennen willst. Mhm. Ich werde geführt, ich verbinde mich mit was auch immer, wie du das nennen möchtest. Mhm. Also meine Energiequelle ist eigentlich Jesus Christus. Er ist diese Kraft, die mir eigentlich die Freude in meinem Leben gibt, eine Sicherheit in meinem Leben gibt. Und ich weiß einfach, dass ich bei ihm wirklich diese Sicherheit, diese Geborgenheit erfahren darf.